Sie kennen ja das alte Chemnitz noch, ne? Ja, auf jeden Fall. Ein Teil. Ha. Ein Teil. Ich bin 59 zu 60 hierher nach der Neustadt. Ach so. Ach so, spät dann sozusagen, also wir dazugezogen, ne? Dann dem. Na, ja, schön, bitte die alten Häuser und alles so, was noch steht, weil. Ich kenne die Ecke hier, die war ja noch in Betrieb, die Fabrik damals. In DDR-Zeiten dann noch, oder? Ja. Wir haben dann als letztes war dann eine Spulerei und sowas drin. Mhm. Da wohnten wir dann schon hier auf der Brückenstraße, waren die Blöcke schon fertig. Mhm. Dann als Lagerraum und dann kam ja die Wände und dann stehen. Und seitdem ist dann. Was war das für eine Fabrik hier? Die Färberei. Das war die Färberei, ne? Das war die Hase. Hier vorne hier ist ja die sozusagen Villa von der Firma. Das war die Villa hier von der, vom Hase hier, die hier steht, oder was? Ja, hier wo die kleinen Fenster sind. Aha. Da ist auch die Motive hier und sowas. Wo jetzt hier vorne oder bei der, vor dem Schornstein noch das Gebäude oder. Hier, wo der Bagger steht. Der nächste, der hier so schräg mit dem. Ach so. Aha. Da sehen Sie oben dann die ganzen Motive und das hier. Das ist wohl noch, ach, das ist wohl noch alles damit zu sehen oder was? Ja, ja. Das aha. Das kann ich natürlich dann wieder nochmal aufnehmen. Bevor es mal weggerissen wird oder umgebaut oder keine Ahnung, was dann noch geschieht wird. Geschieht damit, ja. Wir haben ja die Zeit zu kriegen wegen Baum hier. Ha. Wegen Lärmbelästigungen da bleiben. Ach so, habt ihr schön. Ja, ja. Direkt computermäßig so hingestellt, wie es mal werden soll. Mhm. Dann müssen wir ja die ganze Entfernung was wir machen. Ach so, und da wird das jetzt in den kommenden Jahren umgebaut schon. Das ist schon wahrscheinlich jetzt in. Das ist schon eine Gänge hier. Die Außen und Innen haben wir schon alles rausgehauen. Das ist so. Wir haben die hier hinten schon weggerissen Teile. Das sind ja alles alte Gebäude dann noch. Was soll das mal werden? Was haben die gesagt? Ja, stand nicht drin. Die hatten zum Anfang nach der Wende mal hier versucht, eine Ausstellung hier, Eigenheime und sowas. Ja. Aber das ist dann. Aha. Absolut nicht losgegangen, keine Interessen dran. Mm. Und mehr Wohnraum war ja genügend da. Da stand dann alles in. Ja, dann das sind ja meistens so, die über 100 Quadratmeter und größer sind. In eine Kneipe reinmachen oder was? Keine Ahnung. Nee, oder? Keine Ahnung. Ja. Und dann in den Turm hier, was hier hinten weiter ist, ein Turm dann noch. Mm. Da sollten dann auch Wohnungen rein hier. Aha. Da haben sie ja dann die Stoffe, die gefärbt wurden, die haben sie da drin getrocknet. Ja. Und